Go Buster! Halloween und Buster ist in Papas Haus. Er ist als Zauberer verkleidet und sehr aufgeregt. Aber er hat auch ein wenig Angst. Halloween kann gruselig sein. Papa hat eine Idee. Er will eine Geschichte von einem mutigen Zauberer, der auf ein Abenteuer ging, um Halloween zu retten, erzählen. Der mutige Zauberer ging auf die Suche, um alle magischen Halloween-Juwelen zu finden. Wow, da werden sicherlich einige Juwelen in dem Schloss sein. Aber der Legende nach werden sie von einem furchtbaren Ungeheuer bewacht. Wow, das ist ja gruselig. Aber der Zauberer ging weiter durch den tiefen, dunklen Wald, immer weiter zum Schloss. Was war das für ein Geräusch? Puh. Was ist das? Ist es ein Werwolf? Ein Gespenst? Ein Wehrgespenst? Der Schatten wird immer größer. Puh, das war nur ein Kätzchen, das auf dem Holz herumsprang. Das war nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Er fand einen der besonderen Juwelen. Hurra! Endlich hat der Zauberer das Schloss erreicht. Aber wie kommt er hinein? Er muss die Zugbrücke herunterlassen. Aber wie? Aha! Natürlich mit Magie! Der mutige Abenteurer ging ins Schloss hinein. Er hat etwas Angst. Aber er beschließt, mutig zu sein und geht trotzdem hinein. Die Türen schlossen sich hinter ihm. Oh nein! Schau! Da ist ein ganzer Haufen magischer Juwelen! Hurra! Doch da ist das furchtbare Ungeheuer, das die Juwelen bewacht. Der Zauberer muss an dem Ungeheuer vorbeikommen. Moment mal. Dieses Ungeheuer ist bestimmt sehr einsam. Ganz allein in diesem dunklen Schloss. Der Zauberheld hat eine Idee. Mit Hilfe seines Zauberstabs macht er das Schloss warm und hell. Das Ungeheuer ist überhaupt nicht fürchterlich. Und er ist so glücklich darüber, einen Freund zu haben, dass er beschließt, seine Juwelen mit dem Zauberhelden zu teilen. Hurra! Buster und Mama besuchen heute Terrys Farm. Wow, die Farm ist so cool. Buster ist sehr aufgeregt. Sieh mal, was für niedliche Welpen. Wie süß. Buster hat einen Fußball gesehen. Er liebt Fußball. Mama Bus ist hier, um sicherzugehen, dass die Hündchen alle gesund sind. Aber Buster hat andere Ideen. Er möchte Fußball spielen auf der Farm. Was war das? Eins der Hündchen ist Buster nach draußen gefolgt. Sieht so aus, als wollte sie spielen. Aber Buster will alleine spielen. Da ist sie wieder. Das Hündchen hört nicht auf, ihm zu folgen. Buster wirft einen Stock für das Hündchen, um sie abzulenken. Da wird sie bestimmt weggehen. Nein, das hat nicht geklappt. Und jetzt hat das Hündchen den Fußball gemopst. Was für ein freches Hündchen. Aha, endlich hat Buster seinen Ball wieder. Aber das Hündchen möchte immer noch spielen. Hm.
Bleib da, Hündchen. Buster versteckt sich hinter Heuballen. Nicht schon wieder. Vielleicht kann Buster dem Hündchen im Kornfeld entkommen. Das Hündchen ist traurig, weil sie ihn nicht finden kann. Aber Busters Plan hat geklappt. Oh nein, wie ist das Hündchen denn darauf gekommen? Sie fällt gleich. Und Mama Boss und Terry haben es nicht bemerkt. Schnell, Buster, schnell! Los, Buster! Puh, er hat das Hündchen gerettet. Das war aber knapp. Mama hat bemerkt, dass ein Welpe fehlt. Aber keine Sorge, Buster hat sie nach Hause gebracht. Was für ein toller Tag auf der Farm. Oh oh, nicht nochmal. Buster packt seine Tasche für Ashs Geburtstagspicknick. Er braucht eine Picknickdecke, etwas zu trinken. Was braucht Buster noch? Marshmallows zum Rösten überm Feuer. Danke, Papa Bus. Vergiss Ashs Geschenk nicht. Buster freut sich so sehr auf Ashs Geburtstagsfeier. Was ist los, Buster? Es sieht so aus, als würde er sich unwohl fühlen. Er möchte wirklich nicht die Party verpassen. Buster und Papa sind angekommen. Es ist Zeit, ein paar Partyspiele zusammenzuspielen. Buster sieht wirklich nicht gut aus, aber er möchte den Spaß nicht verpassen. Sie spielen Verstecken. Oh nein, Buster fühlt sich wirklich schlecht. Vielleicht wird's ihm besser gehen, nachdem er sich beim Feuer ausgeruht hat. Seine Freunde sorgen sich um ihn und wollen sicher gehen, dass es ihm gut geht. Vielleicht werden ihm ein paar Marshmallows helfen. Er kann nicht mal geröstete Marshmallows essen. Papa Bus bringt Buster zum Ausruhen nach Hause. Aber er kann doch Ashs Geschenk nicht vergessen. Was ist es? Es ist ein Mahlset. Das ist sehr aufmerksam, Buster. Das bringt Ash auf eine Idee. Er gibt Pinsel zu Bandit und Scout. Ich frage mich, was sie malen werden. Buster ruht sich zu Hause aus. Er ist wirklich nicht er selbst. Er muss Medizin nehmen und schlafen, damit es ihm bald besser geht. Gut gemacht, Buster. Am nächsten Tag fühlt Buster sich besser. Aber er ist immer noch traurig, weil er Ashs Party verpasst hat. Papa Bus gibt Buster eine warme Suppe. Und was ist das? Seine Freunde haben ein Bild für ihn gemalt. Und sie sind vorm Haus. Hurra! Buster freut sich, dass seine Freunde hier sind. Und das Bild macht auch alles viel besser. Es ist Zeit für das jährliche Naturrennen, das Papa Bus organisiert hat. Das wird so viel Spaß machen. Ash und Buster werden zusammenarbeiten. Sie müssen so schnell wie möglich durch den Wald düsen. Und wer zuerst zurück ist, bekommt die glitzernde Trophäe. Auf die Plätze. Los, los, los! Bandit hat Buster und Ash überholt. Er will wirklich gewinnen. Was macht er nur? Er hat das Schild verdreht, damit Buster und Ash den falschen Weg nachgehen. Oh nein. Da ist gar kein Weg mehr.
Das kann nicht richtig sein. Und was ist das? Riesige Reifenspuren. Ash denkt, das muss ein Ungeheuer sein. Nein, keine Sorge, Ash. Ungeheuer sind nicht echt. Oh oh, ich glaube, sie haben sich verlaufen. Aber sie müssen weiter. Sie werden langsamer. Oh je, sie stecken im Matsch fest. Was sollen sie jetzt nur machen? Was ist das? Es hört sich an wie ein Ungeheuer. Ah! Nein, keine Sorge. Das ist nur ein Monster-Truck. Und die sind sehr freundlich. Sie zieht Ash aus dem Matsch. Wow, sie ist stark. Und jetzt zieht sie Buster raus. Dieser Monster-Truck heißt Mira. Sie hat sich auch verfahren, genau wie sie. Buster schlägt vor, als Team zusammenzuarbeiten. Da ist der freche Bandit. Er ist fast an der Ziellinie. Aber schau, Buster und seine Freunde sind ihm voraus. Der falsche Weg war eine Abkürzung. Hurra! Mira hat das Rennen gewonnen. Aber sie hätte es ohne ihre neuen Freunde nicht geschafft. Und sie hat die Trophäe gewonnen. Yippie! Aber Mira ist traurig, weil Bandit ganz alleine ist. Sie weiß, wie sich das anfühlt. Bandit hat wegen des Schummelns ein schlechtes Gewissen. Keine Sorge, Bandit. Es gibt keinen Grund zum Schummeln, wenn du Freunde an deiner Seite hast. Und es ist immer toll, neue Freunde zu finden. Es ist Halloween. Ash und Scout sind in Busters Haus und bereit, um spuken zu gehen. Wow, das Zombie-Kostüm ist großartig. Bandit ist nicht beeindruckt. Boah. Nein, Bandit will nicht mitmachen. Er denkt, Verkleiden ist nur für Babys. Das Scout und Ash fahren zum Spukabenteuer los. Moment mal, Bandit würde wirklich gerne auch Süßes zu Halloween bekommen. Er scheint eine Idee zu haben. Bandit hat Busters Kostüm kopiert. Sie sehen genau gleich aus. Er ist bei Terrys Farm angekommen und sieht genau aus wie Buster. Süßes oder Saures? Wow, sieh dir all die Süßigkeiten an. Oh, schau, Buster, Ash und Scout sind angekommen. Süßes für Scout. Süßes für Ash. Moment. Nein, Terry glaubt, er hätte Buster schon viel Süßes gegeben. Aber das war doch Bandit. Armer Buster. Ash und Scout finden ihre Spiegelbilder toll. Was ist das? Ein Bonbonpapier. Und noch eins. Das ist Bandit. Er isst all seine Süßigkeiten. Buster hat einen Plan. Ash und Scout tun so, als glaubten sie, dass Bandit Buster ist. Bandit sieht sein eigenes Spiegelbild. Wart mal eine Sekunde. Jetzt sind da zwei Bandits. Bandit ist etwas verwirrt und etwas verängstigt. Wo sind denn die anderen hin? Busters Plan funktionierte. Bandit wurde bei der Tat erwischt.
Und hier kommt Terry mit mehr Süßigkeiten. Er ist von den zwei Zombies verwirrt. Er hat sie wieder zu Bandit gegeben. Aber Bandit teilt mit Buster. Es ist Halloween und Buster macht eine Party. Er sucht nach einem coolen Kostüm, um gruselig auszusehen. Was hat er gefunden? Wow, Buster ist als Cowboy verkleidet. Toll! Zeit, sein Kostüm zu testen. Puh, Buster versucht, Mama Angst zu machen. Hat's geklappt? Vielleicht ist das Cowboy-Kostüm nicht gruselig genug. Er muss etwas Gruseligeres finden. Aha, er hat es. Arr, er ist ein Pirat. Das wird viel gruseliger werden. Ups, sei vorsichtig, Buster. Da ist Opa-Bus. Erschrecke ihn, Buster. Arr! Oh je, Buster ist immer noch nicht gruselig genug. Aber er scheint eine Idee zu haben. Moment mal, wo ist Opas Wäsche denn hin? Zeit fürs Mittagessen. Was war das? Da kommt ein Geräusch aus dem Schuppen. Aber was macht das Geräusch? Das ist etwas gruselig. Ah! Das ist ein Gespenst! Moment mal. Ich erkenne das Kichern. Das war ja nur Buster. Das war definitiv ein gruseliges Kostüm. Hört sich so an, als wären die Leute für die Party angekommen. Und Mama hat einen Plan. Ash und Scout sind hier. Sie sind so aufgeregt. Es ist ja gar keiner da. Sie sind ein wenig verängstigt. Was war das? Buh! Ah, lauf weg! Keine Sorge, Ash und Scout. Das war doch nur Buster. Was für ein toller Streich und ein sehr gruseliges Kostüm. Heute machen Buster und seine Familie ein Picknick. Buster ist sehr aufgeregt. Mama Bus fährt los, um Opa abzuholen. Und während sie weg ist, müssen Buster und Bandit das Picknick vorbereiten. Zuerst müssen sie die Picknickdecke hinlegen. Wow, der Wind hat sie weggeweht. Es sieht aus wie ein Umhang. Es ist super, Buster. Bandit möchte auch einen Umhang haben. Und daraus wird ein Tau ziehen. Buster stellt sich vor, dass er ein Superheld ist. Super Buster, der durch die Luft fliegt. Da ist Bösewicht Bandit. Er hat das Picknick gestohlen. Oh nein, Super Buster muss es retten. Sie rasen durch den Himmel. Los, Super Buster, los. Du kannst ihn fangen. Oh nein. Bösewicht Bandit zielt mit seinen Laserformen auf Buster. Aber Super Buster ist zu schnell. Wow, schau, wie er fliegt. Hurra! Super Buster hat das Picknick gerettet. Aber was ist das? Das ist ein riesiger blauer Laserball. Oh nein. Was macht Super Buster jetzt bloß? Aha.
Er nutzt die Fahnenstange als Schläger. Zeig, was du kannst, Bösewicht Bandit. Großartiger Schuss, Super Buster. Wumm. Wow, das war ein lustiges Spiel. Aber oh nein, sie haben eine große Unordnung gemacht. Und Mama Boss und Opa sind fast hier. Was sollen sie jetzt nur machen? Schnell, sie müssen aufräumen. Als Superhelden natürlich. Super Buster und Bösewicht Bandit räumen die Stadt auf. Sogar Superhelden müssen ihre Unordnung beseitigen. Gerade rechtzeitig. Gute Teamarbeit, ihr zwei. Und das Picknick sieht hervorragend aus. Miam, miam. Lecker. All diese Superheldenarbeit hat ihnen großen Hunger verschafft. Buster und seine Freunde sind wieder in der Schule. Sie erzählen sich, was sie in den Sommerferien gemacht haben. Buster freut sich sehr darauf, allen von seinem Haifischzahn zu erzählen. Aber zuerst erzählt Scout allen, was sie über den Sommer gemacht hat. Scout hat zum ersten Mal gesurft. Es war so cool. Da war eine Welle, die total riesig war. Aber Scout hat trotzdem auf ihr gesurft, ohne runterzufallen. Und es war so schnell. Juhu! Wow! Scout hat so eine coole Geschichte erzählt. Was ist denn mit Buster los? Oh, er glaubt, dass seine Haifischzahngeschichte nicht interessant genug ist, nun wo Scout ihre Geschichte erzählt hat. Buster wird jetzt allen erzählen, wie er den Zahn bekommen hat. Buster erzählt ihnen, wie er in einem tiefen, dunklen Wald auf Entdeckung ging. Er war voller Tiere und Monster, aber Buster sagt, dass er gar keine Angst hatte. Aber dann stand Buster plötzlich vor einem Dinosaurier. Aber der Dinosaurier hatte Zahnschmerzen. Buster zog seinen schmerzenden Zahn raus, damit er sich wieder besser fühlt. Oh je, Bandit glaubt, dass Buster nicht die Wahrheit sagt. Er konnte nicht wirklich einen Dinosaurier getroffen haben. Dinosaurier sind ausgestorben. Buster gibt zu, dass er die Geschichte ein bisschen abgeändert hat. Es ist kein Dinosaurierzahn. Es ist ein Haifischzahn. Buster dachte, das wäre nicht interessant genug. Aber Scout meint, dass Haie viel cooler sind als Dinosaurier. Los, Buster, erzähle die Geschichte nochmal. In Wahrheit ging Buster zum Strand. Aber seine Freunde wollen beim Erzählen helfen. Bandit glaubt, dass Piraten in die Geschichte gehören. Es macht viel Spaß, sich etwas auszudenken. Buster sagt, dass er und der Pirat einen Hai am Strand gefunden haben. Er hatte Zahnschmerzen. Und sie entschlossen sich, ihm zu helfen. Scout meint, dass eine freundliche Biene auch in die Geschichte gehört. Cool! Die Biene half dabei, den Zahn zu ziehen. Und dann spielten sie alle Fangen damit. Und dann spielten sie den ganzen Tag am Strand. Was für eine tolle Geschichte sie sich zusammen ausgedacht haben. Es macht so viel Spaß, die Vorstellungskraft zu nutzen. Vor allem mit Freunden. Buster und seine Freunde sind in der Schule. Und heute kommt ein sehr besonderer Besucher. Es ist Mama Firetruck. Hurra! Sie ist hier, um zu zeigen, was die Feuerwehr macht. Wenn ein Gebäude in Flammen steht, muss man so schnell wie möglich die Feuerwehr anrufen. Was passiert dann? Ein Schlauch wird an einem Hydranten festgemacht und das Wasser löscht den Brand. Yippie! Es ist Zeit zum Üben. Sie müssen die Hütchen mit einem Wasserstrahl umwerfen. Ash ist zuerst dran.
gemacht, Ash. Und Scout? Ups. Das ist besser. Gut gemacht. Jetzt ist Buster dran. Wow, pass auf, Buster. Das war ein toller Tag. Aber jetzt muss Mama Firetruck zur Arbeit gehen. Tschüss, Mama Firetruck. Danke. Jetzt ist der Tag zu Ende und Buster fährt nach Hause. Tschüss, Scout. Tschüss, Ash. Was ist das? Es ist Rauch. Wo kommt der nur her? Oh nein, es ist ein Feuer. Was soll Buster machen? Er braucht die Feuerwehr. Buster holt Mama Firetruck, um zu helfen. Der Lehrer wird sich um Ash kümmern. Los, Mama, los! Da ist das Feuer. Aha, und da ist der Hydrant. Als nächstes verbinde den Schlauch. Oh nein, schnell! Puh, das Feuer ist gelöscht. Yippie! Super Teamarbeit. Es ist der nächste Schultag. Der Lehrer ruft Buster nach vorn. Warum nur? Schau, Mama Firetruck. Sie ist hier, um Buster für seine Hilfe zu danken und ihm einen besonderen Feuerwehrhut zu überreichen. Los, schau dir die Pinsel an. Buster und seine Freunde malen heute die Wände in Busters Zimmer an. Wie aufregend! Mama Bus bringt ihnen viele verschiedene Farben. Sie dürfen die Wand unter dem Fenster anmalen. Welche Farbe soll Buster aussuchen? Scout hat sich lila ausgesucht. Und Ash rot. Und Buster gelb. Natürlich. Lasst uns malen. Ups. Ash fügt einen roten Klecks hinzu, um Scouts anzugleichen. Und Buster fügt einen gelben Klecks hinzu. Super. Ich frage mich, was Scout zuerst malen wird. Es ist eine Rakete. Toll. Buster ist als nächstes dran. Was wird er nur malen? Eine Hummel. Los, Buster. Nicht auf dem Schrank, Ash. Jetzt haben sie eine Farbenschlacht. Vorsichtig, die Farben sind sehr schmierig. Oh je, die Farbe ist jetzt überall. Was für ein Durcheinander. Oh oh, die gelbe Farbe ist auf dem Boden verschüttet. Und jetzt auch lila. Huch. Mama Bus fragt sich, was der ganze Krach bedeutet. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh oh, sie wussten gar nicht, dass sie so eine Unordnung gemacht haben. Aber Buster hat einen Plan. Sie können Ashs Schlauch benutzen, um die Unordnung zu beseitigen. Das Wasser wäscht die Farbe weg. Gute Arbeit, Ash. Oh nein, Mama Bus kommt und sie sind noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Zeit, sauber zu werden. Ash duscht Buster ab. Platsch! Jetzt ist Scout dran. Das sieht nach viel Spaß aus. Und zuletzt Ash. Gut gemacht allerseits.
Wow, das Zimmer sieht ja komplett sauber aus. Zeit für Ash und Scout nach Hause zu gehen. Ups, naja, nicht komplett sauber. Hoppus und Buster fahren über die Hügel. Oh, schau, da ist ein Babyreh. Wovor läuft es denn weg? Es ist Draxon, der Zug. Oh nein, was ist los? Draxon kann nicht anhalten. Schnell, Buster und Papabus zur Rettung. Oh nein, er wird schneller. Papabus ruft Otis das Polizeiauto. Es ist ein Notfall. Ah, da ist ein Ast auf den Schienen. Papabus greift ein und entfernt ihn. Hurra, gut gemacht, Papabus. Sieht so aus, als würden die Schienen da vorne abweichen. Papabus und Buster ziehen an den Hebeln, um die Richtung der Schienen zu wechseln. Aber oh nein! Terry überquert die Schienen. Schalte sie schnell um. Das war knapp. Jetzt fährt Draxon nur noch im Kreis. Ihm wird schwindelig. Oh nein, pass auf! Puh, Papa hat's gerade noch geschafft. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Sie müssen Draxon zu den Hügeln leiten. Der Hügel bremst ihn. Er hat angehalten. Hurra! Los, Buster! Otis ist jetzt auch angekommen. Es sieht gar nicht nach einem Notfall aus. Ups. Es ist fast Weihnachten, aber es sieht so aus, als hätte es noch nicht geschneit. Oh, was macht Buster? Buster hat für seine beste Freundin Scout einen Weihnachtsbilderrahmen gemacht. Er sieht großartig aus. Gut gemacht, Buster. Er will ihr den Bilderrahmen jetzt sofort geben, aber er muss sich erst fertig machen. Es fängt an zu schneien. Tada! Hier ist Weihnachtsbuster. Er ist als Weihnachtsmann verkleidet. Es ist Zeit, das Geschenk zu Scout zu bringen. Sie wird so glücklich sein. Oh nein, es hat geschneit. Da ist so viel Schnee. Wie sollen sie jetzt den Weihnachtsmarkt erreichen? Vorsicht, Buster! Eis kann sehr rutschig sein. Oh oh, Buster rutscht überall rum. Pass auf! Upsi! Papa kommt zur Rettung. Alles gut, Buster. Aber ich glaube, Papa hat eine Idee. Ich frage mich, was Papa macht. Wow, ein Schlitten! Sie können damit über den Schnee fahren. Yippie, das wird ein Spaß. Buster, warte! Buster ist so schnell, Papa kann kaum mithalten. Oh, langsamer, Buster! Was für ein Glück, dass er in dem großen Schneehaufen gelandet ist. Oh, Papa hat auch Probleme. Pass auf! Vielleicht sollte Buster das nächste Mal auf Papas Hilfe warten. Buster, pass auf! Oh nein, der Schlitten ist kaputt. Jetzt kommen sie wohl doch nicht zum Markt. Aber schau, ich glaube, vielleicht hat Buster jetzt eine Idee. Buster hat zwei Teile vom kaputten Schlitten zusammengesteckt. Was hat er gebaut? Oh, es ist ein Schneepflug. Los, Buster. Sie haben es geschafft. Sie haben die Straße sicher erreicht. Gute Arbeit. Und jetzt können Sie das Geschenk zu Scout bringen. Da ist Scout auf dem Weihnachtsmarkt. Und hier ist Buster.
Zeit, ihr endlich das Geschenk zu geben. Oh. Scout liebt ihr Geschenk. Scout ist sehr dankbar. Gut gemacht, Buster. Frohe Weihnachten. Alle haben Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Da ist Buster. Er hat einen Zuckerapfel. So lecker. Wow, Mama Bus hat ein Geschenk. Ist das für Buster? Ja, aber Mama sagt, er muss bis Weihnachten warten, um es zu öffnen. Buster will nicht warten. Er will sein Geschenk jetzt aufmachen. Aber er wird warten müssen. Wirf den Ball, um die Dosen umzuwerfen. Das ist Mamas Lieblingsspiel. Oh-oh. Buster wird versuchen, sich das Geschenk anzugucken, während Mama abgelenkt ist. Buster sollte das wirklich nicht machen. Was ist da drin? Da ist Bandit. Oh, pass auf. Oh nein, das Geschenk fliegt über den Markt. Schnell! Sie müssen das Geschenk zurückbekommen, bevor Mama merkt, dass es fehlt. Das Geschenk ist auf der Eislaufbahn. Schnell, Bandit, greif es. Upsi. Jetzt wird Buster es versuchen müssen. Fast. Ah, so knapp. Mama Bus hat das fehlende Geschenk immer noch nicht bemerkt. Sie hat so viel Spaß. Oh, da ist das Geschenk. Können Bandit und Buster es zurückbekommen, bevor Mama etwas merkt? Ah, ups. Wo ist das Geschenk denn jetzt hin? Oh, schau, das Riesenrad. Da ist Ash. Und da ist das Geschenk. Oh nein, sie hat's fallen gelassen. Los, Buster. Toll gefangen. Puh, gut gemacht, Buster. Schau, Mama hat alle Dosen umgeschmissen. Hurra, sie hat einen Teddy gewonnen. Sie bekamen das Geschenk gerade rechtzeitig zurück. Mama hat so gute Laune, sie bietet Buster an, sich das Geschenk anzusehen, wenn er das möchte. Aber Buster hat seine Lektion gelernt. Er wird lieber warten. Es ist endlich Weihnachten und Buster darf sein Geschenk aufmachen. Wow, es ist ein neuer Fußball. Deshalb war es so sprunghaft. Frohe Weihnachten, Buster. Schau, da ist Bandit. Er kommt heute Buster besuchen. Bandit ist sehr aufgeregt. Ich frage mich, warum. Wow, was für ein cooler Dinosaurier, Buster. Und Bandit hat auch einen. Los geht's zum Spielen im Park. Sie haben sehr viel Spaß beim Spielen mit den Dinosauriern. Warte mal, was ist das? Ist das etwa ein Dinosaurier? Buster und Bandit nutzen ihre Vorstellungskraft und tun so, als gingen sie auf ein Dinosaurierabenteuer. Was war das? Das ist ein T-Rex. Lauf! Los, los, los! Wie kommen sie darüber? Schnell, der Dinosaurier kommt! Aha, Buster hat sein Cowboy-Lasso. Los, Buster! Aber Bandit ist etwas nervös. Na los, Bandit, du schaffst das! Bandit stellt sich seiner Angst. Juhu! Gut gemacht, Bandit.
Hier kann der T-Rex sie auf gar keinen Fall erreichen. Oh oh. Oder vielleicht kann er es doch. Schau, sie können sich hinter dem Baum verstecken. Schnell, Bandit. Sekunde mal. Ein Ei? Oh, der T-Rex hat sie gar nicht gejagt. Er hat nur nach seinem Ei gesucht. Oh nein. Es rollt auf die Klippen zu. Schnell, Buster. Puh. Das Ei ist jetzt sicher. Der Dinosaurier ist Buster sehr dankbar. Was für ein lustiges Spiel. Und es war gar kein echter Dinosaurier. Es war nur Diggly und er hatte nach seinem Ball gesucht. Jeder liebt es, Dinosaurier zu spielen. Brüll! Brüll! Was für ein fantastischer Tag im Park. Busters Geburtstag. Mama und Opa bereiten eine ganz besondere Party vor. Jetzt noch nicht essen, Buster. Du musst warten, bis deine Gäste hier sind. Oh, schau, sie sind hier. Es sind Scout, Ash und Bandit. Alle freuen sich sehr auf die Party. Was macht Bandit da? Der Kuchen sieht lecker aus. Noch nicht, Bandit. Zuerst spielen wir Partyspiele. Sie spielen Stopptanz. Sie müssen tanzen, bis die Musik aufhört. Tolle Bewegungen, Scout. Und stopp. Oh nein, Scout verliert ihre Balance. Und Buster auch. Sie sind aus dem Spiel raus. Nur Bandit und Ash sind noch dabei. Und tanzen. Bandit verliert seine Balance. Oh nein. Er hat Ash umgestoßen, damit er gewinnen konnte. Und jetzt ist Ash aus dem Spiel raus. Aber Opa hat nicht gesehen, wie Bandit geschummelt hat. Das war nicht nett, Bandit. Jetzt spielen sie Reicht es weiter. Sie reichen das Geschenk weiter und wenn die Musik aufhört, können sie das Geschenkpapier abmachen. Hurra für Ash! Bandit hat schon wieder geschummelt. Er hat das Paket genommen, nachdem die Musik schon aus war. Armer Ash. Bandit spielt nicht fair. Buster sagt Bandit, dass er Ash traurig macht. Er soll darüber nachdenken, wie seine Taten sich auf die Gefühle anderer auswirken. Zeit für den Geburtstagskuchen. Puste die Kerzen aus. Los, Buster! Was für ein Festessen. Das ganze leckere Essen wurde verspeist. Naja, fast. Keine Sorge, Ash. Hier ist der Geburtstagskuchen. Bandit fühlt sich schlecht, weil er Ash traurig gemacht hat. Bandit tut es wirklich leid und er gibt Ash seinen Ball zurück. Es ist alles gut, Bandit. Ash vergibt dir. Aber denk daran, dass es nicht nur ums Gewinnen geht. Es geht darum, zusammen Spaß zu haben. Busters Herzlichkeit rettet die Party. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Buster. Buster fährt los zur Schule. Warte mal, Buster. Vergiss nicht, dass heute Schulfototag ist. Also noch einmal extrapolieren. Tschüss, Mama Bus. Schau, da ist Terry Traktor, um die Schulfotos zu machen. Bandit und Ash sind zuerst dran. Lächeln! Gleich ist Buster dran. Und er möchte gerne ein Action-Foto haben. Ups!
Basta rutschte aus. Pass auf, Scout. Oh nein. Was ist los? Der Lehrer gibt Basta einen Spiegel. Basta hat seinen Wackelzahn rausgeschlagen. Oh nein. Und jetzt ist es Basta zu peinlich, ein Foto machen zu lassen. Das ist okay, Basta. Dein Foto kann an einem anderen Tag gemacht werden. Basta ist wirklich traurig darüber, die Fotos zu verpassen. Aber Mama Boss ist hier, um ihn abzuholen. Und sie bringt ihn zum Zahnarzt, um seinen Zahn ansehen zu lassen. Hurra! Basta ist etwas nervös. Keine Sorge, Basta. Amber, der Krankenwagen, ist hier, um sich deinen Zahn anzusehen. Jetzt ist es Zeit, im speziellen Zahnarztstuhl zu sitzen. Wow, das sieht aber nach Spaß aus. Und jetzt ist es Zeit, den Zahn anzusehen. Keine Sorge, Basta. Das ist kein Grund, sich zu fürchten. Zuerst guckt Amber sich den Zahn mit einem kleinen Spiegel an. Weit aufmachen, Basta. Sag Und was ist das? Amber wird Basta ein Video zeigen. Es ist ein anderer Bus, genau wie Basta. Und sein Zahn fiel raus. Aber keine Sorge, ein anderer wird an der Stelle wachsen. Ihm fehlt zwar im Moment ein Zahn, aber bald wird er einen brandneuen haben. Da gibt es also keinen Grund, sich zu schämen. Basta fühlt sich jetzt viel besser. Danke, Amber. Und jetzt fährt er zur Schule zurück, um sein Foto machen zu lassen. Rein ins Bild, Basta. Bitte lächeln. Basta ist heute in Papas Haus. Oh, schau, da ist Papa Bus. Morgen geht Basta wieder zur Schule. Das wird großartig, aber zuerst müssen Sie sich vorbereiten. Papa Bus hat eine Kontrollliste mit allem, was Basta braucht, um morgen wieder in die Schule zu gehen. Er braucht seinen Rucksack, seine Brotdose, sein Schulbuch, ein Federmäppchen und ein Lineal. Rucksack erledigt. Brotdose erledigt. Alles andere erledigt. Ups. Und nicht zu vergessen ist der Haifischzahn von seinen Ferien, damit er ihn vorzeigen kann. Wow. Basta braucht jetzt einen guten Schlaf, bevor die Schule morgen wieder anfängt. Gute Nacht, Basta. Da geht der Wecker los. Es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Oh nein, Basta ist wieder eingeschlafen. Oh je. Und jetzt wird er zu spät zur Schule kommen. Schnell! Sie müssen sich schnell fertig machen. Was braucht Basta? Rucksack hat er. Brotdose hat er. Federmäppchen und Schulbuch hat er. Aber was fehlt ihm? Das Lineal. Aha, da ist es. Und los geht es zur Schule. Warte mal eine Sekunde. Basta hat seinen Haifischzahn vergessen. Schnell, Basta, schnell! Haifischzahn hat er. Sie müssen losrasen, um pünktlich zu kommen. Los, Basta! Sieht so aus, als würde der Lehrer anfangen, sich Sorgen zu machen. All
seine Freunde sind schon in der Schule. Und er wird zu spät sein. Oh nein. Puh, er hat's geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Was für ein verrückter Morgen. Buster und Scout sind auf dem Weg von der Schule nach Hause. Tschüss, Scout. Was hat Buster gesehen? Oh, schau, da sind Diggly und Daisy. Buster will helfen. Aber Sicherheit geht vor. Schau dir diesen tollen Bauhelm an. Buster hilft ihnen, eine Kiste von Rocky, dem Flussboot, herunterzuladen. Tolle Teamarbeit. Jetzt setzen sie die Kiste auf der Baustelle ab. Herr Rubble fährt jetzt das Mittagessen holen. Bis später, Herr Rubble. Oh nein! Die Kiste sinkt in den Matsch. Los, Buster, los! Oh nein! Jetzt steckt Buster auch im Matsch fest. Daisy zur Rettung! Nein, das hat nicht geklappt. Was ist das? Diggly hat sich an den Kran angeschlossen. Und er zieht Buster raus. Es klappt! Nur ein bisschen mehr? Ups! Jetzt stecken sie alle fest. Und Herr Rubble hat es nicht bemerkt. Aber Buster hat einen Plan. Er wickelt das Kabel um den Kran und macht es an der Kiste fest. So können sie sich selber herausziehen. Fantastische Idee, Buster. Diggly und Daisy ziehen nicht gleichzeitig am Tau. Aber sie müssen zusammenarbeiten. Genau so. Hurra! Es hat geklappt! Herr Rubble hat sie immer noch nicht gesehen. Sie ziehen die Kiste schnell heraus. Alles ist wieder wie vorher. Naja, nicht genau wie vorher. Sie sind alle voller Matsch. Zeit, sauber zu werden. Herr Rubble duscht sie alle mit dem Schlauch ab. So, das ist viel besser. Jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen. Miam, miam. Aber was ist das? Herr Rubble ist direkt in den Matsch gefahren. Keine Sorge, Herr Rubble. Wir wissen, was zu tun ist. Ein sonniger Tag auf dem Schulspielplatz. Buster und Scout malen zusammen. Oh oh, sieht so aus, als wollten beide den blauen Stift benutzen. Buster schnappt ihn sich. Und jetzt versucht Scout, ihn zurückzuschnappen. Da kam Buster und Bandit eine großartige Idee für ein Spiel, das sie alle zusammen spielen können. Mit ihren Vorstellungskräften. Es ist Räuber und Gendarm. Buster und Bandit sind die Räuber. Und Ash und Scout sind die Gendarmen, die versuchen, sie zu fangen. Los geht's! Die Jagd fängt an. Buster und Bandit gehen in verschiedene Richtungen. Oh nein! Bandit steckt in der Klemme. Aha! Er hat einen Plan. Wo ging er nur hin? Moment mal, der Karton bewegt sich. Schnell, Ash, du kannst ihn fangen. Er springt von der Rampe runter. Los, Buster. Ich frage mich, ob Buster und Bandit entkommen werden. Die kommen ihnen sehr nahe. Wow, pass auf. Buster und Bandit fuhren direkt ins Gefängnis. Hurra für die Gendarmen Scout und Ash. Zeit, den Stift abzugeben, Buster.
Das war fantastisch. Was für ein brillantes Spiel. Jetzt kann Scout endlich ihr Bild fertig malen. Buster und Bandit sind jetzt frei. Was für eine tolle Zeit beim Spielen. Wow. Zeit für die Weihnachtstalentshow. Bandit ist zuerst dran. Er zaubert. Gut gemacht, Bandit. Oh, Buster sieht nervös aus. Ich glaube, er hat Lampenfieber. Armer Buster. Da ist Scout. Sie ist als nächstes dran und sieht sehr aufgeregt aus. Oh, cool. Sie wird jonglieren. Sehr gut, Scout. Oh je, Buster sieht immer noch nervös aus. Er hat Angst, vor all diesen Leuten auf die Bühne zu gehen. Hurra! Scout ist mit ihrer Aufführung fertig. Jetzt ist Buster dran. Oh, aber Buster mag nicht auf die Bühne. Mama sorgt sich um Buster. Die Bühne ist leer. Ich glaube, Mama hat eine Idee. Was ist das? Mama ist auf der Bühne. Sie fordert Buster auf, zu ihr zu kommen. Sie werden zusammen aufführen. Hier kommt Buster. Wir wünschen eine frohe Weihnacht. Wir wünschen eine frohe Weihnacht. Wir wünschen eine frohe Weihnacht und ein frohes neues Jahr. Viel Glück bringen wir, mit Buster singen wir. Wir wünschen eine frohe Weihnacht und ein frohes neues Jahr. Frohe Weihnachten! Oh, gut gemacht, Buster und Mama. Das war schön. Es ist ein brandneuer, verschneiter Tag. Und Buster kann es kaum erwarten, draußen zu spielen. Es macht so viel Spaß, im Schnee zu spielen. Und das beste Spiel von allen ist eine Schneeballschlacht. Diggly und Scout sind in einem Team. Aber Buster braucht auch einen Mitspieler. Schau, da ist Bandit. Er kann mit Buster im Team sein. Leider verstehen Buster und Bandit sich nicht immer. Zeit, Schneebälle zu werfen. Buster und Bandit verstecken sich hinter dem Hügel. Buster denkt, sie sollten hier entlang gehen. Aber Bandit denkt, sie sollten in die andere Richtung. Oh je, sie können sich nicht einigen. Sie arbeiten nicht im Team. Buster schleicht sich durch die Bäume. Aber Scout hat ihn gesehen. Pass auf! Platsch! Oh je. Bandit versucht, sich hinter den Zaun zu schleichen. Platsch! Für Buster und Bandit läuft es gar nicht gut. Aber schau! Scout und Diggly arbeiten zusammen. Genau! Wenn Buster und Bandit gewinnen wollen, müssen sie im Team zusammenarbeiten. Wusch! Los gehen sie! Genau so gehört es. Jetzt macht die Schneeballschlacht Spaß. Es ist viel besser mit Teamarbeit. Wer warf den Schneeball? Opa? Naja, je mehr Spieler, desto mehr Spaß gibt es. Platsch! Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggly. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auch aus. Puh, oh nein, die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Hey! Und hier kommt der Lehrer.
Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout. Und Diggly kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht, die Uhr zu reparieren. Aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggly und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggly kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus. Außer der Buchstabe. Und die Zeit stimmt nicht. Und die Nummer. 1, 2, 3, 4. So gut wie ein brandneuer Morgen. Und Buster sieht aufgeregt aus. Heute ist Digglys Geburtstag. Buster kann die Party kaum erwarten. Buster isst sein Frühstück so schnell er kann. Schau, da ist Scout. Sie hat Digglys Geschenk schön verpackt. Wie aufregend. Oh nein, Buster ist aus Versehen über das Geschenk gefahren. Es ist so platt wie eine Flunder. Armer Buster. Es war ein Unfall. Aber warte. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Schau, Scout nimmt diesen alten Karton. Und Buster holt die Schüssel mit Süßigkeiten. Da ist auch ein hölzerner Stock. Und die Bastelkiste. Ich frag mich, was sie vorhaben. Es ist ein anderes Geschenk. Aber was könnte da drin sein? Jetzt flitzen Buster und Scout zu Digglys Party. Sie wollen nicht zu spät kommen. Diggly wartet. Seine Party hat schon angefangen. Aber puh, da sind Scout und Buster. Sie haben's geschafft. Diggly macht sein Geschenk auf und... Wow, es ist eine Piñata. Es ist Digglys Geburtstag und deshalb darf er sie mit dem Stock schlagen. Los geht's. Noch einmal? Klasse. Sieh dir all die Süßigkeiten an. Was für ein super Geburtstagsgeschenk. Und Mami dekorieren das Haus für Halloween. Aber schau, sie brauchen noch einen Kürbis. Da lang scheint es Kürbisse zum Verkauf zu geben. Buster und Opa fahren los, um einen zu holen. Wow, so viele Kürbisse zur Auswahl. Buster will diesen großen haben. Jetzt wird Opa ein Gesicht in den Kürbis schnitzen und ihn in eine Halloween-Laterne verwandeln. Augen, einen Mund und eine Nase. Aber was hat Buster gesehen? Ein Bettlaken? Oh, Buster tut so, als wäre er ein Gespenst und erschreckt Opa. Aber jetzt rollt der Kürbis weg. Oh nein, er rollt auf die Straße zu. Hier kommt Tony Truck. Puh, er hat ihn gerade verpasst. Schnell, Buster und Opa jagen hinter dem ausgebüxten Kürbis her. Buster hat ihn fast. Ups, da baut Diggly eine Mauer. Oh je, der Kürbis hat ihn erschreckt. Jetzt rollt er wieder weg. Keine Zeit anzuhalten. Sie müssen ihn weiterverfolgen. Armer Opa ist aus der Puste. Buster muss den Kürbis fangen. Schnell, er rast auf den Teich zu. Buster springt los.
Gut gemacht, Basta. Er rollt direkt auf seinen Platz neben der Tür. Puh, das war ein Glück. Mami sieht sehr zufrieden aus. Gut gemacht, Basta und Opa. Für ein schöner, sonniger Tag es ist. Oh, schau, da sind Dicky und CJ. Sie füllen CJs Mischer mit Wasser. Was sie nur vorhaben. Schau, da sind Basta und Scout. Puh, was für ein heißer Tag. Ich frage mich, was sie zum Abkühlen machen könnten. Wow. Diggly und CJ haben bunte Wasserballons. Ich glaube, Basta und Scout haben eine Idee. Eine Wasserballonschlacht. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Was planen Basta und Scout nur? Oh, schau, Diggly und CJ schleichen sich von hinten an. Und platsch! Oh oh, Scout wurde getroffen. Und Volltreffer. Jetzt wird's interessant. CJ hat eine Idee. Aber wer versteckt sich hinter den Büschen? Das ist Scout. Aber sie hat es gerade geschafft, sich rechtzeitig zu verstecken. Das ist CJs zweite Chance. Aber schau, hier kommt Basta. Er bespritzt CJ von hinten. Jetzt jagt CJ Basta durch den Park. Schnell, Basta! Oh nein. CJ und Diggly haben Basta und Scout umzingelt. Was werden sie jetzt wohl machen? Aha, ein Regenschirm. Ich glaube, Basta hat einen Plan. CJ und Diggly ziehen. Aber Basta bleibt durch den Regenschirm trocken. Super Idee, Basta. Oh oh, Diggly und CJ füllen wieder auf. Das sieht nicht gut aus für Basta und Scout. Wow, sieh dir die Größe von dem Ballon an. Sieht aus, als wäre Basta in Schwierigkeiten. Wow, guter Schuss, Basta. Das hat viel Spaß gemacht. Und seine Freunde sind an Halloween spuken gegangen. Basta hat viele leckere Süßigkeiten in seinem Eimer. Opa erinnert Basta daran, nicht zu viel Süßes auf einmal zu essen. Jetzt ist Basta in seinem Zimmer. Aber jetzt passt keiner auf. Und er isst so viel Süßes, wie er nur kann. Aua, das tut weh. Oh nein, Basta hat einen Wackelzahn. Das macht wirklich Angst. Mama kommt und holt Basta. Zeit zum Abendessen. Aber er verbirgt seinen Wackelzahn. Ich glaube nicht, dass er ihn den anderen zeigen möchte. Essen ist fertig. Viel leckeres Gemüse. Aber Basta mag nicht essen. Aha. Mama merkt, dass irgendetwas Basta betrübt. Er zeigt ihr seinen Wackelzahn. Opa weiß, was zu tun ist. Er sagt, Basta sollte mal seinen Maiskolben essen. Schau, Bastas Zahn fiel raus. Das war doch gar nicht so schlimm. Basta fühlt sich jetzt viel besser. Jetzt ist es Schlafenszeit. Mama sagt, dass Basta seinen Zahn unter sein Kissen legen soll. Während er schläft, wird die Zahnfee kommen und ihn einsammeln. Basta wacht am nächsten Morgen auf und... Wow! Ein großer, goldener Stern. Basta wird den stolz tragen. Jetzt weiß er, dass ein Wackelzahn kein Grund zur Sorge ist. Es ist ein brandneuer Tag. Und es ist Zeit für Basta, zur Schule zu gehen. Da ist Diggly. Sie können gemeinsam zur Schule gehen. Sie rasen um die Wette. Wusch! Ich frag mich, wer am schnellsten ist. Wow! Da ist ein Entlein auf der Straße. Er sollte vorsichtiger sein. Da ist Mama Ente. Sie versucht, mit ihren Entlein die Straße zu überqueren. Aber pass auf, hier kommt Terry.
Hier kommt auch der Lehrer. Oh nein. Puh, dank Diggli und Basta kann die Entenfamilie jetzt sicher die Straße überqueren. Oh, sie gehen im Teich schwimmen. Oh oh, das Entlein geht wieder zur Straße zurück. Gut gemacht, Basta. Jetzt gehen die Enten wieder zurück über die Straße. Basta und Diggli helfen ihnen sicher hinüber. Mama Ente geht auch rüber. Gut geholfen allerseits. Aber Terry und der Lehrer wollen jetzt los oder sie werden zu spät kommen. Warte mal eine Minute. Ich glaube, Basta hat eine Idee. Was machen sie denn mit den Farben? Weiße Streifen und Schilder? Ein Entenübergang. Jetzt kann die Entenfamilie jederzeit sicher über die Straße. Da ist der Lehrer wieder. Er sagt ihnen, sich zu beeilen. Die Kinder müssen jetzt zur Schule, sonst sind sie zu spät. Gute Arbeit allerseits. Es ist ein schöner Herbsttag. Basta und Diggli haben viel Spaß beim Spielen mit dem ferngesteuerten Auto. Brumm, brumm! Schau, wie es rast! Sieh mal, da ist Mama. Sie kommt, um ihnen zu sagen, dass das Mittagessen fertig ist. Und sie erinnert Basta daran, sein Spielzeug wegzuräumen. Basta legt die Fernsteuerung weg, aber sieh mal, das Auto ist noch draußen. Jetzt gehen Basta und Diggli wieder spielen. Aber, oh nein! Sie können das Auto nirgendwo sehen. Wo könnte es sein? Könnte es in der Spielzeugkiste sein? Nein. Vielleicht ist es im Mülleimer. Nein. Vielleicht ist es unter dem Herbstlaub begraben. Es muss doch irgendwo hier sein. Warte, ich glaube, Basta hat eine Idee. Wenn sie die Fernsteuerung nutzen, hör mal, der Automotor. Wo kommt das Geräusch her? Unter dem Blätterhaufen? Hurra! Sie haben das Auto gefunden. Aber warte, jetzt fehlt die Fernsteuerung. Wo ist sie hin? Oh, da ist sie. Gut gefunden, Basta. Jetzt können Diggli und Basta wieder Spaß haben mit ihrem ferngesteuerten Auto. Aber diesmal werden sie sich erinnern, ihr Spielzeug wieder wegzuräumen, wenn sie fertig sind. Gute Arbeit. Es ist eine kalte Winternacht. Was macht Basta? Oh, wow. Ein Feuerwerkbild. Basta ist so aufgeregt, weil er heute Abend echtes Feuerwerk sehen wird. Aber warte, er hat etwas vergessen. Eine schöne, warme Mütze. So, nun ist es Zeit zu gehen, um das Feuerwerk anzusehen. Oh, was ist das? Ein Feuerwerk macht laute Geräusche. Oh je, die machen Basta Angst. Er mag die Geräusche nicht. Oh, armer Basta. Er zittert. Was macht Mama? Oh, Bastas Spielzeugauto macht laute Geräusche. Aber die machen keine Angst. Was war das für ein lautes Geräusch? Es ist Opa mit der Fußballpfeife. Basta liebt Fußball und das laute Geräusch macht ihm auch nichts aus. Was war das für ein lautes Geräusch? Oh, da poppt das Popcorn. Basta liebt Popcorn. Das Geräusch macht ihm nichts aus.
Wow, das Feuerwerk ist so hübsch. Vielleicht sind laute Geräusche doch gar nicht so schlimm. Buster möchte es noch einmal versuchen. Wow! Sieh mal all diese bunten Feuerwerke. Schau, Buster, der Bus und Scout, das Auto spielen Fußball. Buster schießt. Tor! Super gemacht, Buster. Gute Arbeit. Wow, da ist ein Fußballbus. Er spielt bei dem großen Busfußballteam. Er möchte, dass Buster zum Probetraining kommt. Aber, oh nein, Buster ist zu schüchtern. Scout macht ihm Mut und Buster sagt, okay, er wird morgen zum großen Spiel kommen. Scout ist sehr stolz auf ihren Freund, aber Buster ist immer noch nervös. In der Nacht schläft Buster tief und fest in seiner Garage. Buster träumt, dass er beim Busfußballteam mitspielt. Das Spiel geht los, aber oh je, die Busse sind sehr grob dabei. Jetzt ist Buster dran, im Tor zu spielen. Er versucht, den Ball abzuhalten, aber oh je, die Fußballbusse sehen nicht sehr beeindruckt aus. Armer Buster, er strengt sich so an. Puh, es war nur ein schlechter Traum. Aber jetzt ist Buster noch nervöser vor dem Probetraining beim Team. Aber Scout macht ihm wieder Mut. Buster wird es schaffen, sie glaubt an ihn. Jetzt ist es Zeit für das große Spiel. Robin pfeift es an und das Spiel beginnt. Oh nein, der rote Bus wurde verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Buster wird einspringen müssen. Los, Buster, du kannst das! Buster schießt den Ball und das Spiel geht weiter. Buster ist jetzt Torwart. Der blaue Bus zielt, schießt und Buster fängt ihn. Gut gemacht, Buster. Das hast du ganz toll gemacht. Hurra! Das war sehr mutig von Buster, da so